Guten Morgen, ich bin der Chris von V-Hanger und heute mit einem kleinen Video. Ich möchte euch ganz gerne vorstellen von PayJ den Finder 2.0 4G. Wir machen den Karton jetzt mal auf, gucken mal rein, was da drin ist. Und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man das Ding verbaut, es mit euch testen und ja, am Handy mal eine Ortung durchführen. Wofür ist das Ganze? Klar, wenn meine Vespa abhanden kommt, kann ich sie orten. So, hier ist der Karton. Den öffnen wir jetzt. Da ist hier unten so einen schicken Magnetverschluss. Hello. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Gebrauchsanweisung, die auch wirklich sehr detailliert ist. In also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Ja, und das ist im Prinzip schon alles, was hier so drin ist. Also der Tracker selber. Hier drin ist eine SIM-Karte verbaut, die man nicht entnehmen darf. Die SIM-Karte wurde auch direkt vom Hersteller, wird die quasi eingesetzt. Und ja, eigentlich muss ich jetzt nur Folgendes machen. Ich muss jetzt hier mit diesem Kabel plus minus an meine Batterie gehen. Hier ist noch eine separate Sicherung für die Schlussleitung. Und das Ganze wird dann nachher mit diesem Stecker an dem Tracker verbunden und dann geht das Gerät quasi online. Aber dazu dann mehr, wenn ich das Ganze wirklich verbaue, damit ihr das Ganze auch seht, welche Funktionen die einzelnen LEDs haben und so weiter. Ja, also das war die kleine Vorstellung, Produktvorstellung. Genau. Hier um diesen Finder geht es 2.0. Seid gespannt auf das Video, wenn ich das Ganze einbaue bzw. eingebaut habe, wenn ich die Funktion teste und euch live mitnehmen werde. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Chris.